Wir haben ja begonnen mit einem Zeitgenossen von Heinrich Schütz, Tobias Michael, haben uns dann mit Andreas Hammerschmidt beschäftigt, dann mit Alessandro Grandi, Francesco Cavalli und vielen anderen. Aber am Schluss war immer die Idee, sich doch mal an den großen Meister Schütz mit dieser Intensität zu wagen. Diese Schützaufnahme ist sicherlich besonders für das Ensemble, das muss ich sagen, dass wir doch alle auch ein bisschen Respekt vor diesem Komponisten haben, dass man ihn doch nicht so direkt als junges Ensemble anfasst. Sicherlich, mit der Musik von Heinrich Schütz kann man nicht viel falsch machen, aber um da vielleicht doch die besondere Farbe noch rauszuholen, haben wir ein bisschen gewartet eigentlich, um dann zu sagen, jetzt ist der Augenblick, vielleicht mal an den Klassiker. Die geistige Chormusik von Heinrich Schütz ist ja der Klassiker der Chormusik schlechthin. Schütz ist herausragend, auf jeden Fall aus den vielen Komponisten des 17. Jahrhunderts. Heinrich Schütz ist niemals banal. Das ist für mich was ganz Besonderes. Man kann sagen, es ist manchmal ein bisschen verkopft, aber es ist niemals banal. Es ist immer eigentlich, da wir fast nur geistliche Sachen von ihm kennen, immer eigentlich Gottesdienst. Und es ist immer Hingabe. Das ist für mich das Wesentliche an Schütz-Musik. Also für mich ist es immer ganz wichtig, also gerade auch bei Schütz, aber überhaupt bei früher Barockmusik sehr, dass die Intervalle ganz sauber sind, dass die Schlussakkorde sauber sind, weil immer dann, wenn sich die totale Intonationsstärke herausstellt, dann fängt die Musik richtig an zu leuchten. Also es macht so viel aus, dass auch innen drin, selbst wenn ein großes Gewirr herrscht in der Komposition, dass es so sauber wie möglich ist, weil dann alles an Strahl- und Leuchtkraft gewinnt. Und das ist das eine. Und das zweite ist halt, dass mir das wichtig ist, dass die Musik immer fließt, dass es immer fließt oder dass die Bögen, dass es um lange Bögen geht und nicht um zu kleinteilig gedachte Effekte, sondern wirklich irgendwo Zielpunkte finden, sagen, dort wollen wir hin, dass da Entwicklung stattfinden, dass man aber auch mal wieder rausgeht und Überraschung reinbaut. Darauf achte ich. Ja. Und das Schöne ist, mit Polyharmonie geht das. Weil man einfach auf einem sehr hohen Level musiziert, kann man sich dann um solche wichtigen Sachen kümmern. Es gibt ja andere Ensemble, mit denen arbeitet man dann das Stück erstmal generell. So, ja. Und bei Polyharmonik ist das alles da. Es ist oft gesungen worden in Konzerten jetzt, sodass wir, dass sie perfekt für die Aufnahme vorbereitet sind. Und dann können wir auf einem sehr hohen Niveau anfangen und sagen, jetzt gucken wir, ob wir noch irgendwo weitergehen oder noch eine Tür öffnen können, dass es vielleicht noch toller klingt als vorher. Ich denke, es war vielleicht ganz schlau, erstmal zu schauen, was hat Heinrich Schütz umgeben? Welche Musik war um ihn? Und weil seine Musik kennen wir, aber um erst vielleicht der Musik von Heinrich Schütz was Neues abzugewinnen, haben wir uns erstmal um seine Zeitgenossen gekümmert und sind jetzt dabei und können ganz viel von dieser Arbeit einfließen lassen.
Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil das Ensemble hat sich zusammengesungen. Jeder hat seine eigene Formulierungsrichtung gefunden. Ich als Primus inter pares muss das nur ein bisschen ordnen manchmal und werde auch natürlich zurechtgewiesen von meinen Kollegen, wenn mal eine Idee nicht wieder so war, wie ich sie ausgedacht hatte. Aber das ist das Schöne an dieser ganzen Arbeit. Und am Schluss, mittendrin, kommt dann irgendwie was zum Leuchten und dann, wenn da kurz mal die Sonne aufgeht bei uns allen sechs plus unsere fantastischen Musiker, dann da haben wir diesen Augenblick, dass die Zeit kurz stillsteht. Wir freuen uns und dann geht es weiter. Mit Schütz arbeite ich viel mit Bildern, also weil er selber diese Bilder malt, eins nach dem anderen. So, also wirklich, da ist ganz viel Madrigalisches darin, in dieser Musik. Also, und Madrigalismen kreieren Bilder. Deswegen hat er sie ja benutzt, weil sie eigentlich in jedem Menschen ein ähnliches Bild erzeugen oder ein ähnliches Gefühl. Und von daher arbeite auch ich mit Bildern. Ich finde bei Polyharmonik toll, dass Alexander Schneider wirklich sehr viel Wert drauf legt, dass die Musik Größe und Weite bekommt. Also dass er wirklich auch weggeht von dem, wo er selber herkommt, Kruziane, dass er weitergegangen ist und sagt, er will da Klangräume öffnen und Größen schaffen. Ja. Ich würde sagen, es ist keine dolce far niente, sondern das ist eigentlich der Zugang, also der Blick auf das Leben. Dass man sagt, okay, wir müssen uns alle an Regeln halten. Das ist beim Schütz ja auch so, der sagt, der Kontrapunkt, das sind Regeln. Aber in diesen Regeln ist doch viel, viel mehr möglich, als wir uns doch denken. Also am Schluss ist die geistliche Chormusik eine Lebensschule, die uns sagt, links und rechts, da sind die Grenzen, das ist okay, die kann man akzeptieren, um eben vielleicht in diesen gebotenen Grenzen ganz viele Facetten des Lebens zu entdecken.